Auch der Löwe ist absolut harmlos. Eine Art Maskottchen der Firma Löwenherz. Die vertreibt und produziert Spielzeug, für Kindergärten vor allem. Mitinhaberin Claudia Müller stammt aus dem Erzgebirge, ihr Mann aus Rheinhessen. Verkauft wird vor allem in Deutschland, aber auch weltweit. Für Löwenherz werden solche Fahrzeuge in China produziert. Wir kommen nicht darum herum. Es muss sein. Wir haben ganz viel Konkurrenz. Und ohne dass wir uns weltweit behaupten, auch mit den Importeuren und mit den Einkaufspreisen, müssen wir in Asien produzieren. Man kann in Rhein-Dürkheim alles auch direkt einkaufen. Mit 11 Mitarbeitern vor Ort und 14 im Außendienst ist die Firma auf gutem Wege zu einem Global Player. Und dabei in den Ort integriert. Uli Müller war diesmal Schirmherr beim Rheinperlenfest, dem höchsten Fest im Ort. Die Rheinperlenkönigin samt Gefolge trifft dann per Schiff in Rhein-Dürkheim ein, zur Krönung mit der Froschkrone. Tradition. Und oft auch Neues. Diesmal der passende Wein zum Hammerdorf-Wettbewerb. 34 Vereine hat Rhein-Dürkheim. Zu den höchsten Festen kommen die Weinmajestäten, wie hier zum Rheinuferfest.